Am Sonntagabend fällt Martin noch seinen Kurzvortrag ein. Oh nein, den Kurzvortrag habe ich ja total vergessen. In seinen Schulbüchern findet er nichts. Alter, was mache ich denn jetzt? Martin sucht im Internet nach einer Lösung. Stickstoff. Hören wir jetzt die Kurzvorträge. Kevin? Maria? Ach, nehmen wir mal Martin. Okay. Stickstoff ist farblos, geruchlos. Sehr schön, Martin. Leg deinen Zettel ab. Nun ist Florian dran. Dank des Internets bekam Martin eine 1. Thank you.